Ja, ja, da, Herbert! Na ja, schau wieder fort! Schau wieder fort! Jetzt reg dich nicht so auf. Heute machen wir einen Familienausflug ins Theater. Da brauche ich sicher keine schlechte Stimmung im Auto. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Sind wir schon da? Na, wir fahren doch heute alle gemeinsam ins Theater. Der Papa hat so ein All-in-One-Ticket gekauft. Der Papa? Ja, der Papa. Der blöde Papa. Ein bisschen Kultur kann uns sicher nicht schaden. Vor allem dir. Sind wir schon da? Und da habe ich so ein Ticket gekauft. Der ganze niederösterreichische Theatersommer um 100 Euro. Genau. Und damit können wir uns alles anschauen, was wir wollen. Wurscht, was? Ja. Na, dann gehen wir ins Kino. Markus! Vor! Oder kauf da ein Radl! Herbert, ich bitte dich. Na, das gilt doch nur fürs Theater. Schott. Sind wir schon da? So, aus jetzt. Wir machen jetzt Folgendes. Wenn noch irgendjemand jetzt noch einmal fragt, ob wir schon da sind, muss er die ganze nächste Woche jeden Tag ins Theater gehen. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich liebe das Theater und die Oper. Da, schau, ein Schild, Sommerbühne. Was war das? Was war das? Theater im barocken Rahmen. Na, bitte nicht. Was für Rahmen? Barocken. Na, das brauche ich nicht. Ich setze mich doch nicht 2 Stunden in einer Baracken. Ja, aber das ist doch eine Oper. Na, nix. Wir fahren weiter. Wir haben noch Zeit. Ich finde schon was. Wann sind wir endlich da? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Nein, das stimmt nicht. Die Strafe war für einen anderen Satz. Aber Kind, das ist doch keine Strafe, wenn man jeden Tag ins Theater gehen darf. Vor, da schau, schau, nach links schon wieder. Sommerbühne. Was war das? Was war? Ah, das ist interessant. Was denn? Felsenbühne. Um Gottes Willen. Auf Wiedersehen. Und da fahren wir schon weiter. Felsenbühne, das hat mir noch gefehlt. Ja, Felsenbühne. Welcher Trottel kommt auf so eine Idee? Felsenbühne, Waldbühne, Seebühne, Wasserspiele, Theater am Fluss, Komödienspiele an der Mauer, Tragödienspiele auf dem Schlachtfeld. Ich will ganz normal in ein Theater gehen, wo man nicht friert, wo es nicht regnet, wo man nicht unbequem sitzt und gut schlafen kann. Ja, da schau, schau, schon wieder ein Schild. Lies das, ich muss voran. Ruinenfestspiele. Na, zu Ort will ich nicht. Pass auf, da ist schon wieder was. Na, dann lies was. Burgarena. Das ist super, Burg. Oh, von mir aus. Burg ist vielleicht gar nicht so schlecht. Warte, ich frag da wie. Ah, da steht ein Ritter. Ja, Ritter, ja. Entschuldige, Herr Ritter, wo ist der? Machen Sie vielleicht das Klapperl auf. Na, machen Sie wieder zu. Ist das was Lustiges? Nur das Theaterstückel da. Ah, nicht lustig. Was? Ein Drama. Ah, das brauche ich nicht, ein Drama habe ich selber. Ja, und wo spielen Sie was Lustiges? Wo? Im nächsten Ort. Ja, und wie heißt das? Also, Berndorf. Berndorf. Nie gehört. Ja. Danke, Wiederschauen. Danke. Ein Drama. So, und da fahren wir jetzt hin. Und wann sind wir dort? Gleich, gibt's das. Wann sind wir dort? Sind wir schon da, ist da dort. Es ist kalt, es ist warm, es ist nass, es ist Schaß. Weiber. Herbert. Na, du nicht natürlich, mein Schatzi, du nicht. Du bist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja, aber das ist doch der Doch. Ja, und die ist die Regel, die. Ja, da schon bitte, ja. Berndorf. Und, was steht da? Komödienspiele, das wird lustig. Vor, du Arsch! Herbert, ich bitte dich. Na ja, was? Ich hab's eilig und da schläft man da ein. Ja, brauchst ein Polster? Geht, schleicht euch da, ich brauch einen Parkplatz. Was ist da? Da links ist was frei. Ja, links, wo ist ja. Links? Also da, ja. Ja, da. Ja, das haben wir schon. So, Mama, ja. Du holst jetzt mit dem Ticket die Karten ab und wir warten da. Super, ich bin gleich wieder da. Schaut, wie die geht, die Mama. Ja, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Die Mama? Ja, ey. Warum sind da eigentlich so viele Autos?
Papa, wir sind da in Berndorf, da fährt jetzt jeder hin. Das gehört jetzt in Niavarani. Was? Der ganze Ort? Ist er jetzt der Bürgermeister? Nein, die Sommerfestspiele, der ist der jetzt Intendant. Ach so, Intendant. Also ich weiß nicht, den brauche ich nicht. Der vorige war lustiger, der Blade. Der Niavarani ist auch Blatt. Aber nicht so. Ja, drum ist er auch nicht so lustig. Der Dvorak war lustig, ja. Der Gernot ist auch lustig. Aber nicht so blatt. Der Bulle von Tölz, der ist blatt. Aber nicht so lustig. Papa, ich bin durst. Und mir ist heiß. Da glaubst du, ich bin da auf Urlaub? Für die Kunst muss man eben leiden. Hoffentlich machen sie da keine große Kunst. Ja, okay. Ach, schau, die Mama kommt schon. Und? Hast du die Karten? Stell dir vor, die haben keine Karten mehr. Was heißt, die haben keine Karten mehr? Das heißt, die haben keine Karten mehr. Sie haben keine Karten mehr? Die haben keine Karten mehr. Super, fahren wir heim. Alte Pappen. Nur wegen am Bladen haben sie keine Karten mehr? Die haben keine Karten mehr. Können wir jetzt fahren? Obwohl wir das Super Hyper in Excel Systeo All in One Ohrschloch-Ticket haben! Ja, aber wenn sie keine Karten mehr haben, dann nutzt ihr dein Ticket auch nichts. Auf einmal heißt es mein Ticket, ja? Weil ich es gekauft habe. Mit meiner Visa-Card. Und wir sind mit meinem Wagen hergekommen. Und das ist jetzt meine Schuld, dass wir uns das geschissene Stüttel mit dem Bladen nicht anschauen dürfen. Aber so einfach ist es nicht, meine Liebe. Du bist nämlich zu Kassa gegangen. Und du wolltest die Karten unbedingt abholen. Und du hast sie nicht gekriegt, weil du keine Ahnung davon hast, wie es geht. An der Kassa. Mit dem Ticket. Gib's her. Und bleib da. Ich komm gleich. Mit den Karten. Ja, was? Jetzt ist er völlig verrückt geworden. Lass ihn, er ist halt schon alt. Schaut's, wie er rennt. Wie ein alter Elefant. Schier. Mama, ich bin durst. Ja, wir gehen eh gleich was trinken. Und ich will ein Eis. Wenn der Papa kommt, dann machen wir uns gleich einen netten Abend. Hm? Da kommt er schon wieder. Und? Was war jetzt? Wir werden jetzt nicht mehr darüber reden. Wir machen uns einen schönen Abend, aber halt woanders. Da gibt es hunderte Möglichkeiten in unserem wunderschönen Niederösterreich. Da braucht man uns nicht eine unlustige, schlecht gespielte, primitive Komödie anschauen. Mit einem Bladen! Und wo fahren wir hin? Dorthin, wo wir nur das Beste genießen können. Lange Beine, keine Kostüme, nackter sportlicher Körper und geile Atmosphäre. Herbert, aber mit den Kindern? Wir fahren in den Zoo.